Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um ein Unboxing und auch gleichzeitig ein kleiner Probeaufbau, wo wir das dann auch mal ein bisschen testen. Seht's mir nach, ich habe eine neue Brille, allerdings ist die nicht entspiegelt. Von daher kann da immer mal ein bisschen Licht irgendwo kommen, aber zumindest sehe ich jetzt besser. Ja, worum geht's? Und zwar geht es hier um Full Aim X5. Wie ihr wisst, habe ich ja im letzten Video und auch im vorletzten Video, wo ich den Fotovolt gemacht habe, das von Godox das System gehabt. Und zwar dieses Move Link irgendwas. Habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall habe ich das zurückgeschickt und habe mich jetzt hierfür entschieden. Angeblich, ich kann es natürlich nicht testen, ob dem wirklich so ist. Auf jeden Fall soll das halt mehr oder weniger in Anführungszeichen ein Klon sein von dem DJI Mikrofon. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwas DJI, irgendwas. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, auf jeden Fall soll das halt sehr ähnlich sein. Nachteil ist halt hier, ihr habt hier keinen Touchscreen oder so hier auf dem Sender. Nee, Empfänger. Und da habt ihr natürlich keinen Touchscreen. Da müsst ihr halt mit Knöpfen hantieren. Ich will es jetzt hier nicht rauspacken, weil ich habe schon ausgepackt. Ich zeige euch das jetzt erstmal hier. Ja, so sieht das aus. Wenn ich das hier jetzt aufmache, seht ihr, geht das auch direkt an. Also wir haben hier zwei von den Sendern und einen Empfänger und hier auch gleichzeitig als Ladeschale. Nachteil ist halt hier, wie auch bei den meisten Sachen, ihr könnt hier nichts mehr großartig reintun. Allerdings habt ihr hier zwei Adapter mit drinne. Und zwar hier einmal den Lightning Adapter für das iPhone und einmal den USB-C. Weil das kriegst du dann auch scharf. Ja, jetzt. Ja, und beide sei, also hier ist jetzt natürlich auch USB-C und auf dem anderen ist dann halt Lightning und USB-C. Ja, das ist natürlich von Vorteil. Wir haben hier eigentlich direkt alles abgedeckt für alle Systeme, die wir so haben, können wir direkt nutzen. Des Weiteren dabei ist natürlich USB-Kabel zum Laden. Dann halt das obligatorische Kabel für die Kamera. Ja, Klinke. Und zwar sind das TRS. Ja, und das andere ist ja TRS. Ja, dann habt ihr hier halt drei Knüppel. Hier sind aber nur zwei. Also sprich, das ist nur für Kamera. So, und dann habt ihr natürlich noch zwei Windpuschel. Nicht so wie bei Rode, zumindest bei dem ersten Gerät. Hier werden die drauf geschraubt. Also die können dann auch nicht runterfallen oder so, ne? Also es ist dann bombenfest. Des Weiteren haben wir hier hinten einen Magneten. Ja, den können wir abmachen. Können wir uns dann halt hier unter das T-Shirt tun oder so und dann halt direkt hier so dran pappen. Ja, also so wie beim DJI im Endeffekt auch. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, eine separate Aufnahme zu machen, ja, also eine Sicherung. Ihr habt hier intern 4 GB Speicher. Dann habt ihr hier auch Noise Cancelling. Das werde ich jetzt hier natürlich nicht testen können, weil hier ist es eigentlich sehr ruhig. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt hier einfach mal an die Osmo Action 3. Ja, dafür nehmen wir uns hier den Adapter für USB-C.
und werden das dann hier halt mal dran montieren. So, das könnt ihr halt hier einfach so am Sender, ich zeige euch das erstmal nochmal so. Nicht abhauen. So, das ist dann halt hier, wie gesagt, der Sender. Hier auf der Anzeige habt ihr beide Mikrofone drin, dann auch die Empfangsreichweite, dann natürlich den Ausschlag. Dann habt ihr jetzt hier halt Mono, Stereo und Safety Track habt ihr hier zum Einstellen. Und natürlich könnt ihr hier auch die, ach wie heißt es? Wisst schon, die Lautstärke, wie nennt man das nochmal? Habe ich jetzt vergessen. Ja, auf jeden Fall habt ihr hier Kopfhöreranschluss und Mikrofon. Kopfhöreranschluss und ihr könnt hier auch direkt ein Mikrofon anschließen, dass ihr halt nur dieses Gerät hier benutzt. Ja, dann haben wir hier zwei Knöpfe. Das zeige ich auch nochmal eben. Na, einmal Power-Knopf und einmal den Set-Knopf. Das andere Gerät, also einer der Sender, hat halt auch die gleichen Knöpfe, einmal Set und einmal den An- und Ausschalter. Auf der anderen Seite habt ihr hier auch USB-C. Hier oben könnt ihr halt ein separates Lavalier-Mikrofon anschließen. Ja, hier unten ist dann halt auch die Kontakte und ihr habt hier hinten bei beiden Geräten halt den Magnet noch dran und natürlich auch den Clipser hier, ne? Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt hier einfach mal dran montieren und dann werden wir damit mal eine Testaufnahme machen. Ja, machen wir andersrum. So, ich werde jetzt hier einfach mal die Aufnahme starten. Da sollte ich natürlich vorher mal ein Mikro natürlich dran machen. So, Test 1, 2, 3, Test. Ja, also ihr werdet dann halt, zeig's euch auch hier, ne, ihr werdet dann halt diese Aufnahme dann separat nochmal im Bild sehen, um halt den Ton mal zu hören, wie sich der Klang anhört. Im Gegensatz zu meiner alten Aufnahme. Ich werde da mal einen Schnipsel mit reinfügen. Also mache jetzt mal kurz den Anfangstext. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um irgendwas. Ja, auf jeden Fall, diesen Anfangsbereich werde ich dann auch mit zum Vergleich mal einbinden ins Video. Und dann könnt ihr da den Ton natürlich dann mal vergleichen. So, wir sind bei einer Minute und ich würde sagen, ich breche das jetzt hier mal ab. So, Aufnahme ist beendet. Und damit haben wir das fertig. So, dann montieren wir das hier mal wieder auseinander. Stecken das hier rein. Und ich erzähle euch noch mal ein bisschen was. Also ich habe jetzt mehrere Geräte getestet und letztendlich mich jetzt hierfür entschieden. Das Einzige, was ich nicht getestet habe, ist von Rode selber. Hätte ich gerne mal getestet. Allerdings war mir das dann doch etwas zu teuer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mich mal um. Zuerst war das von Holy Land, das M1 lag irgendwas, was dann eigentlich speziell halt für Handys und sowas ist, ne, wo ihr auch kein Display oder sonstige Sachen habt. Danach kam halt, wie gesagt, das Godox-System,
was mir vom Ton her auch nicht wirklich gefallen hat. Ja, und dann bin ich durch Zufall drauf gestoßen bei diesem Gerät, weil das DJI-Mikrofon war für mich auch sehr interessant, natürlich auch sehr teuer. Deswegen habe ich mir gedacht, schaust du dir mal ein paar Videos an. Auf Deutsch habe ich nur ein einziges gefunden. Zwei. Und der Rest war alles nur Englisch, was nicht das Problem ist, aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, war das sehr interessant und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, wie euch der Ton so gefällt. Wie gesagt, ich kann es leider nicht vergleichen zum DJI, soll aber halt wirklich fast identisch sein. Ja, wenn ihr da selber auch mal bei YouTube guckt oder so, da gibt es ja einige Videos. Und vom Klang her hört sich das genau gleich an. Ja, und noch irgendwas dazu sagen. Ihr habt hier innen drin eine Beleuchtung, ja, wenn ihr das rausgenommen habt, aber uninteressant. Ja, das Einzige, was wirklich nicht so toll ist, ja, das ist hier der Deckel. Ja, der hält zwar, ja, aber der geht auch leicht auf. Ja, aber das ist schon okay so. Ja, ansonsten geladen werden kann das mit 5 Volt, 2 Ampere. Hat 2000 mAh Stunden. Also die Kiste selber. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie das mit den Geräten hier ist, aber ich werde euch in der Videobeschreibung da natürlich die Seite verlinken, wo ihr die ganzen technischen Daten nachlesen könnt, damit ihr da auch auf der sicheren Seite seid, bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich soweit schon. Nein, war es noch nicht. Eine Anmerkung möchte ich noch machen, falls die Leute das nicht mitbekommen haben. Und zwar alle Leute, die mein Preset-Paket gekauft haben, die sollten mal auf jeden Fall in den Dropbox gucken, weil es gibt da eine neue Version 1.3. Und zwar habe ich da durch Lightroom, also die haben ja ein Update rausgebracht mit den Gradationskurven, mit Sättigung und all sowas. Ne? Das habe ich jetzt da natürlich mit eingebunden und noch ein paar kleinere Neuerungen und Änderungen mit eingebunden. Deswegen, wie gesagt, schaut mal bei Dropbox vorbei. Ist nicht in der Videobeschreibung. Habt ihr per E-Mail mitbekommen, den Link. Ja, also von daher, alle, die das gekauft haben, schaut da mal gerne vorbei. Ja, das soll es aber jetzt gewesen sein. Falls ihr Fragen habt zu dem Produkt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich werde dann versuchen, das natürlich zu beantworten oder halt zu testen. Ihr hört ja jetzt auch dann im Vergleich zu meinem Standard-Rode-Mikrofon, was ich hier habe. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie das heißt. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall steht es auch unten in der Videobeschreibung, was ich hier alles an Hardware habe. Ja, und das könnt ihr dann halt im Vergleich zu dem Full Aim mal hören und halt im Gegensatz zu dem Godox, was ich da vorher noch hatte. Und ich werde auch von dem Hollyland Lark, da habe ich ja auch Tonschnipsel, müsste ich haben in dem Video, das habe ich auch, glaube ich, veröffentlicht. Das werde ich da auch mal mit einbinden, damit er dann nur den Ton hört. Ja? Also, ihr werdet das sehen im Video. Ja, ich werde das schon irgendwie hinschustern. Ja, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Testvideo mit der DJI Action 3. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um irgendwas. Ja,
auf jeden Fall, diesen Anfangsbereich werde ich dann auch mit zum Vergleich mal einbinden ins Video.